Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build Transport Fever. Ja, nach etwas längerer Pause endlich wieder mal eine Folge, beziehungsweise nach der Pause vor der letzten Folge, muss man ja genau sagen. Wir haben uns, oder ich habe mir vorgenommen, ich möchte diese Industrie irgendwie stärken, beziehungsweise mehr fordern. Das heißt, irgendwie müssen wir es hinbekommen, dass wir die Waren von hier noch weiter transportiert bekommen. Hier haben wir das Ganze schon abgedeckt. Ich weiß noch nicht, ob der Zug... Boah, der nimmt Stahlwaren nicht so wirklich mit. Das heißt, er wird wahrscheinlich zu langsam sein, beziehungsweise der wird eventuell... Eventuell wird der ein zu großes Intervall haben. Das heißt, dass er nicht die Waren nicht schnell genug wegbekommt. Gut. Er transportiert fleißig seine Bretter, das ist sehr gut. Denn die Bretter werden ja auch von ihm hier mitgenommen nach hier hinten. Hat er welche geladen? Nö, der hat gar nichts geladen. Aber hier nimmt er halt jede Menge Stahl mit, Werkzeuge nimmt er mit und Maschinen. Das heißt, unsere Werkzeugfabrik hier oben, die geht echt gut. Ne, wir haben hier, oder produzieren inzwischen Werkzeuge und Maschinen. Das ist natürlich klasse. Da müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, dass wir hier eventuell noch mehr von abtransportieren. Und vor allem auch von dieser Stadt hier weiter nach da hinten eventuell mit wegtransportieren. Einfach nur, damit wir hier mehr erschließen. So. Erster Schritt wäre natürlich, hier weiter auszubauen. Aber hier haben wir unsere LKW-Flotte. Das heißt, die fahren hier locker durch. Das geht wunderbar. Was wir noch brauchen könnten, ist eventuell hier noch einen Güterzug, der eventuell hier hinfährt. Wobei wir hier keine richtige Linie haben. Das heißt, wir müssten die hier erstmal hier rüber und dass er dann hier hinfahren kann. Davor möchte ich aber ehrlich gesagt noch ein bisschen was ausbauen. Elektrifiziert haben wir hier ja schon komplett. Das heißt, es geht jetzt erstmal darum, Züge zu ersetzen, die eventuell schon ausgedient haben. Und das sind ja so ein paar. Gucken wir doch mal rein. Also wir haben ja unsere Personenlinie, die Linie 1, die macht auch richtig gut Gewinn. Wir haben eine LKW-Linie, die macht Minus. Wir haben hier eine Personenlinie, die macht Minus, aber weil so 15 Minuten Intervall ab. Das heißt, hier müssen wir noch einen zweiten Zug draufsetzen. Ich denke, wo wir als erstes ansetzen müssen, ist die Personenlinien hier durch andere Züge zu ersetzen. 9,61 pro... Oha. Das ist natürlich ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Da müssen wir, glaube ich, erstmal mehr Kohle einfahren. Eventuell auch dadurch, dass wir hier nochmal einen zweiten Zug auf die Schiene nehmen. Das wird natürlich interessant mit den Kosten. Aber ich glaube, wir müssen diese Investition machen, damit wir... So, warte mal, muss ich hier nochmal... Es hilft ja nichts. 1, 2, 3, 4. Und Linie... Gott, welche war das denn jetzt? Die müsste es gewesen sein, genau. Ja, der muss damit drauf, damit wir das Intervall auf der Linie verringern. Hier, 7 Minuten. 7 Minuten ist okay, weil bei 7 Minuten kommt da
noch ein bisschen mehr bei rum. 7 Minuten geht und dann müssen wir als erstes hier dann auf jeden Fall den Nahverkehr ausbauen, damit die Leute einfach schneller an die Bahnhöfe rankommen. Das ist so das Wichtigste, was wir als erstes dann machen müssen. So, dann gucken wir mal. Der transportiert zum Beispiel auch gar nichts, weil er wahrscheinlich auch zum Beispiel hier keinen Haltepunkt hat. Jetzt überlege ich, ob wir vielleicht hier auf dem Rückweg nochmal einen Halt einwerfen. Einfach nur, damit wir hier eventuell Waren abliefern können. Gut, dafür brauchen wir aber erstmal wieder mehr Geld. Hier, das passt noch, ne? Ja, mal gucken. Da können wir vielleicht mal schauen, ob wir da LKWs ersetzen können. Zum einen hier. So, ja, mal gucken, was haben wir denn hier? 40 Tonner, 409.000. Der lädt natürlich schon einiges mehr, ne? Kapazität 20, also 4 Stück mehr. Ab 1990. Ja, weiß ich, würde gerne auch noch ein bisschen warten, was das angeht. Weil wir natürlich ab, ich weiß gar nicht, ab welchem Jahr wir das bekommen, aber ab dem Jahr X, sage ich mal, bekommen wir natürlich etwas bessere. So, hier ist der. Hat natürlich noch keinen einzigen Mitfahrer geladen. Ab einem bestimmten Jahr bekommen wir eben auch die Scanias und die MANs, die ein bisschen vielfältiger sind als die wir jetzt momentan haben. Oder die Standard-LKWs, die man nehmen kann. So, ÖPNV müssen wir hier irgendwie, also den Nahverkehr müssen wir irgendwie in Gang bringen. Das wird allerdings nur mit ein bisschen mehr Geld was. Auf was wartet er jetzt? Achso, ja, wahrscheinlich hier auf den durchfahrenden Güterzug. Soll der eigentlich nichts transportieren? Doch, eigentlich soll er noch mal ein bisschen was mitbringen, aber dann ist das halt so. So, ah, jetzt haben wir den Moment wieder verpasst. Eben hätten wir Geld gehabt. Ah, ja, ja, immer verpasse ich es. So. Wie geht es denn hier unserer Öllinie? Mal gucken. 80 von 100. Produktion wird vergrößert. Das sieht gut aus. Öl haben wir hier reichlich. 92 von 200. Geht also auch ganz gut. Unser Ölzug ist hier also auch gut ausgelastet. Wie viel wartet hier? 40. Ah, okay, dann müssen wir den wahrscheinlich auch bald vergrößern. So, dann er soll warten, ne? Ja, er soll warten, weil er jetzt hier langkommt. Sehr gut, das funktioniert. 1A, alles klar. Gut, dann können wir uns jetzt mal dem Nahverkehr widmen. Wobei, warte mal. Wir können mal was versuchen. Und zwar können wir mal versuchen, eventuell hier noch eine LKW-Linie jetzt aufzubauen. Ja, das brauchen wir erstmal Geld. Geld, 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 Geld. Ohne Moos nichts los, oder wie war das? Ich würde nämlich gerne eine LKW-Linie von da hier in die Stadt reinbauen. Damit wir hier gegebenenfalls. So, warte mal. Vielleicht reicht das schon. Einmal. Zweimal. Dann. Ach Quatsch, den hier brauchen wir. LKW-Depots. Und zwar. Einmal. Ich glaube, hier vorne würde es Sinn machen. Ja, weil hier haben wir ja auch die Industrie. Hier so hin. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So. Jetzt brauchen wir logischerweise eine neue Linie. Die von da
nach hier geht. Linie 22. Und wir brauchen LKWs, die auf dieser Linie verkehren. So, und leider muss ich jetzt doch nochmal 1, 2, 2, 3, nehmen wir 3, auf Linie 22. So, und dann mal ab dafür. Weil ich möchte bezwecken, dass eventuell die LKWs von hier nach hier die Waren und Werkzeuge mitnehmen. Und wir dann entsprechend von da nach hier die ganzen Geschichten auch wieder weiter transportieren und diese Stadt hier halt noch mit anbinden. Das wäre doch ganz cool. LKW-Anbindung hat von dem her den Vorteil, dass wir nicht allzu sehr auf die Kosten gehen von Zuglinien. So, jetzt nächste Überlegung. Wie wäre es denn, wenn wir... Haben wir hier irgendwo ein... Da ist ein Depot. Okay. Nächste Überlegung. Weiter geht's nämlich hier mit dem Ausbauen. Pass auf. Wir bauen hier so eine schöne... jetzt sind wir wieder gerade... Ich muss mich mal angewöhnen, auf Pause zu machen, wenn wir hier... so weit sind mit dem Geld, das wir hier bauen können. Weil was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte von hier oben Waren transportieren mit dem LKW hier unten hin. Da ist das Depot mitten in der Stadt. So. Das heißt, wir bauen jetzt hier so eine schöne Bergstraße. Und zwar bis hierhin. So, pass auf, und jetzt neue Linie von da nach da. So, Linie 24. Jetzt haben wir hier ein Depot. Jo. Kaufen wir Straßenfahrzeuge. 1, 2, 3, 4. Okay, es hilft ja nichts. Oh, komm, machen wir gleich Runde 20 und dann passt das. 5, 6. Ich würde es jetzt erstmal bei 6 belassen. Mal gucken, wie die sich auf der Linie machen. So, zuckelt ihr mal los. Dann könnt ihr nämlich gleich die ersten Sachen hier mitnehmen. Wenn sie sie überhaupt mitnehmen. Weißt du ja nicht. Der wird nämlich wahrscheinlich jetzt erstmal gar nichts mitnehmen. Linie 24 hat jetzt einen Takt von 109 Sekunden. Ja, ich glaube, das funktioniert schon. 109 Sekunden ist, glaube ich, okay. Oh, wir stauen uns jetzt hier natürlich ein bisschen mit den... Das ist doch schon ein großes Depot, oder? Aufrüsten. Ja, das ist schon ein großes Depot. Also kannst du nicht viel mehr machen. So, aber die Produktion hier dürfte jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen in Fahrt kommen. Dann haben wir nämlich das... So, als nächstes müssen wir uns dann hier um die Steine und um die Kühe kümmern, dass hier mehr von abtransportiert wird. Gegebenenfalls wird dann auch von hier unten werden Lebensmittel wieder mit nach hier oben transportiert. Also, ich glaube, das kann eine echt coole Nummer werden hier mit der Linie.
Oh, warte mal, hier müssen wir mal. Ach Quatsch. Aufrüsten, bitte. Hier vorne, damit die hier nicht so abbremsen müssen. So, das heißt, die kümmern sich um die Geschichten. Die hat sich noch nicht wirklich. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Beziehungsweise da muss ich jetzt die Linie auch erstmal so ein bisschen einpendeln. Da müssen wir mal schauen, wo wir hier noch extreme Verluste machen. Aber an und für sich, oh hier, die geht richtig. Linie 14. Linie 14 bringt uns richtig Kohle ein. Linie 12 noch nicht so. Und da müssen wir uns dann beim nächsten Mal mit dem Nahverkehr hier mal an der Strecke beschäftigen. Dass wir den mal ein bisschen ans Laufen bekommen, damit die Leute hier auch schneller zum Bahnhof kommen. Weil momentan wird das noch nicht so wirklich genutzt. Gut, aber dazu mehr beim nächsten Mal. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und macht's gut.